gefällt an den Bauweisen in China, dass die Kollegen schnelle Varianten finden, um zum Beispiel große Brücken zu bauen mit, sage ich mal, Technologien, die bei uns in Deutschland noch nicht so präsent sind. Aber was mir sehr gefällt, die Ingenieure in China bauen schneller als wir. Auf jeden Fall Grüße an die Kollegen in China. Sie sind sehr gerne auch hier willkommen auf meiner kleinen Baustelle. So, schnell anmachen das Gefährt, damit es hier drin ein bisschen kühler wird. Aber den Sender hatten Sie eingestellt oder? Ja. Die geheime Seite des Herrn Heider. Gibt's so, jetzt fahren wir los. Straßen, die werden ja immer zu einem Zweck errichtet. Und der Zweck ist ja wirklich zu verbinden. Und das findet sich dann immer in solchen Liebesliedern wirklich der Ausdruck. Also ich brauche die Straße, um von mir zu dir zu kommen. Und deswegen, also ich denke dann immer gerne an The Long and Winding Road. Und ich glaube auch, sobald wir Menschen uns wirklich so halbwegs organisiert haben, war das eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, Wege anzulegen, ob das Trampelpfade sind oder dann geschotterte Wege, gepflasterte Wege bis eben hin zu den modernen Wegen. Aber Wege und Mensch, das gehört auf jeden Fall zusammen. Highway to Hell ist da eher das Gegenstück, ne? Nee, AC/DC haben ja auch nur aufgegriffen, was wir Menschen uns immer so denken. Also egal, wo wir hin wollen, wir verbinden das immer mit einem Weg. Also ohne Weg wissen wir intuitiv, na, da komme ich ja dann nicht weiter. Und deswegen Highway to Heaven oder Highway to Hell, das ist dann, das ist völlig egal. Aber wir Menschen sind abhängig von Wegen, von Straßen. Die größte Herausforderung beim 16. Bauabschnitt ist das Bauen durch die Stadt. Wir haben hier eine Baustelle, die ist 3,2 Kilometer mitten durch die Stadt und müssen alle Punkte so abarbeiten, dass die Stadt weiterhin funktioniert, der Verkehr weiter fließt, die Fußgänger weiter laufen können und wir trotzdem unser Bauwerk so fertigstellen mit den geringsten Beeinflussungen, dass danach die Autobahn funktioniert. Man kann dann sagen, ja, weniger Verkehr wäre schön, aber die Wahrheit ist, es wird eben mehr Verkehr geben und der muss ja irgendwo hin. Und ich glaube, wenn man da dann einfach sagt, okay, wir brauchen eben bestimmte Autobahnen, die brauchen wir auf jeden Fall, um das zu entlasten. Aber mit was wir weiter zu kämpfen haben werden, ist Verkehr. Gerade Metropolregionen wie Berlin, also wir sprechen bei Berlin von 3,7 Millionen Einwohnern, nur Stadt Berlin. In der Metropolregion sprechen wir bis zu 5 Millionen und das wachsend. Dazu kommt, dass Berlin, der gesamte Berliner Ring, eine der wichtigsten Verteilachsen ist für ganz Deutschland und damit auch für ganz Westeuropa. Also die ganze Verbindung West-Ost. Die blauen sind natürlich die Wasserleitungen. Frischwasser. Genau. Ja. Und jetzt kommen für uns erstmal die schönsten Leitungen. Die beiden Pakete, diese großen Kabelpakete mit den schwarzen und den grauen dahinter, sind unsere Rohre. Damit versorgen wir dann unsere Autobahn. Aha, okay. Also auch Telematik? Ja. Okay. Aber auch als Autobahn GmbH des Bundes ist es für uns ganz wichtig, dass man diesen sogenannten Model Split eben auch hinbekommt. Das ist die Zukunft von Verkehr, dass wir Verkehre anders, intelligenter denken. Deswegen machen wir sehr große Anstrengungen, gerade in Metropolregionen, gerade auch in Berlin, mit Telematik, also alles, was dann auch noch kommt mit den selbstfahrenden Autos und so weiter, dass es alles viel, viel besser vernetzt ist. Von daher, wenn man eine Straße sieht, dann bedeutet das tatsächlich immer erstmal Zukunft. Tut mir leid,
leid, dass Sie sowas machen müssen. Wir gehen mit jedem Protest gehen wir offen um. Und wir suchen vor allem das Gespräch. Demokratie lebt immer von der Auseinandersetzung. Wir müssen aber auf der anderen Seite eben auch ein vernünftiges Maß finden, damit umzugehen. Weil wir hören natürlich immer schneller diejenigen, die lautstark protestieren, aber hören dann nicht unbedingt die sogenannte schweigende Mehrheit. Und da muss man wirklich immer genau gucken, wie ist das Verhältnis jetzt eigentlich? Wenn dann jemand protestiert und einfach ein Zeichen setzen will, dass sie damit eben nicht einverstanden sind, dann ist das für uns fein, solange niemand zu Schaden kommt oder auch niemand behindert wird. Als damals 1992 im Bundesverkehrswegeplan die Erweiterung des Stadtrings aufgenommen worden ist, wurde noch nicht getrennt zwischen 16. und 17. Bauabschnitt, sondern es gibt eine Verlängerung, die dort drin ist. Das ist vom Autobahndreieck Neukölln bis in den Bezirk Lichtenberg an der Storkower Straße. Und wir bauen mit dem 16. Bauabschnitt erst einmal die Hälfte dieser Strecke und sind dabei, die andere Hälfte zu planen. Bevor wir überhaupt mit unserer Baustelle begonnen haben, sind erstmal Abrissarbeiten auf der Strecke gelaufen. Also im Wesentlichen wurde erstmal vermieden, dass wir Wohnbebauung abreißen. Deswegen wurde eine Strecke gesucht, wo Industrie ist und auch temporär genutzte Flächen, hier im Wesentlichen Kleingärtenanlagen. Wir konnten uns mit allen darauf einigen, dass eine gewisse Entschädigung bezahlt wird, damit die Strecke freigeräumt werden kann. Und dann haben wir die Gebäude entfernt, im Wesentlichen Lauben von Kleingärtenanlagen, eine große Schokoladenfabrik. Und dann wurde eine sogenannte archäologische Prospektion gemacht. Und ja, es wurden so Ursteinwerkzeuge gefunden. Wir haben auch Munition gefunden, hier im Wesentlichen aus dem Ersten Weltkrieg, Stahlhelme, alte Gewehre. Und wir haben auch eine Bombe gehabt, die wurde entschärft, das hat auch funktioniert. Also wenn man eine Autobahn baut, dann hat man heute nicht automatisch Jubelchöre noch wie in den 50er, 60er, 70er bis in die 80er Jahre hinein, was auch sehr verständlich ist. Und auf der anderen Seite muss man aber dann auch sehen, wo und wie entlasten wir Verkehr und wie sieht der Verkehr der Zukunft aus. Also alles, was wir jetzt sehen, ist Vergangenheit. Wir gucken ja nur noch nach vorne, elektrifizierter Verkehr, selbstfahrende Autos. Das heißt also, der Lärm ist überhaupt gar kein Problem mehr. So, das heißt also, alles, was wir heute noch hören an der Autobahn, hört sich in Zukunft eben so an. Was war Ihr schönstes Erlebnis auf der Autobahn? Mein schönstes Erlebnis war, nachdem wir hier schon viel geschafft hatten, als ich die Gesamtprojektleitung übernehmen durfte. Und das Projekt zu Ende machen kann als Projektleiter mit allen, die hier dran zu tun haben. Aber das war innerhalb der Baumaßnahme bis jetzt das schönste Erlebnis. Das wird ja anschneiden wahrscheinlich. Das ist so, ja.